Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte mal versuchen, ganz versöhnlich anzufangen, denn ich bin sicher, dass wir, wenn irgendeine neutrale Gestalt in unsere Haushalte, unsere Wohnungen, unser Privatleben blicken würde, dass wir weithin gleichermaßen kulturell in diesem Lande geprägt leben würden. Wir gehen also, weil wir ja weithin alle gottlos geworden sind, nicht wie früher, als ich noch Kind war, im katholischen Ecke lebte, sonntags in die Kirche. Wir würden relativ normal leben. Und ich bin mir sicher, wir würden auch relativ dieselbe Sprache sprechen. Nicht nur jetzt im Allgemeinen Deutsch, sondern wir würden auch sagen, ich muss noch zum Friseur, ich muss noch zu Kollegen gehen oder sonst was. Wir würden ziemlich gleich uns verhalten. Deshalb glaube ich auch, dass wir hier teils vielleicht bewusst aneinander vorbeireden, aber vor allem, und das ist mein Kernvorwurf, die meisten Redner, wenn sie uns hier angegriffen haben, mit unglaublichen Unterstellungen gearbeitet haben. Und Frau Drese, ich muss ganz ehrlich sagen, Frau Ministerin Drese, bei Ihnen halte ich das als Ministerin geradezu für unwürdig, in welcher Weise Sie uns hier angemacht und mit Ihren Unterstellungen gearbeitet haben. Frau Techtmeier, auch Sie, ich könnte Ihnen, also das wäre sogar spannend, könnte Ihnen Geschichten erzählen, weil ich ja noch unter dem alten Scheidungsrecht meinen Dienst angefangen habe, was es da für Situationen gab und nicht alles, was früher war, ist besser, das kann man da gerade darauf abstellen. Also das alte Scheidungsrecht war spannend, auch, dass man unter dem geltenden Recht noch versucht hat, irgendwie vernünftige Wege zu finden durch Vergleiche und was weiß ich. Das waren sehr spannende Zeiten. Natürlich hat sich vieles gebessert, insbesondere auch was die Rolle der Männer anbelangt. Wir mit unserem unsäglich altertümlichen Rollenverhalten, wissen Sie, ich würde ja jeden Wettbewerb auch mit Ihnen bestehen, wer mehr in seinem Leben gewindelt, Kinder ins Bett gebracht und Nächte durchgemacht hat mit den Kindern. Meine erste Tochter wurde 67 geboren, das war damals ja nicht unbedingt so üblich, aber ich sage noch mal, ich bin sicher, mehr als die meisten hier in diesem Raum gewindelt, Kinder ins Bett gebracht und schreiende Kinder beruhigt und mit Kindern mich beschäftigt zu haben. Also, es ist wirklich eine unsägliche Unterstellung. Und insbesondere, wie kann man eigentlich auf die Idee kommen, als Frau, wenn ich mich da reinversetze, dass meine Gleichberechtigung, meine Selbstachtung, meine Wahrnehmung, wie die Umwelt mich wahrnimmt, davon abhängt, wie ich jetzt spreche, ob ich jetzt von der Sprachübung, die sie in tausend Jahren entwickelt hat, Abstand nehme und nur eine neue Sprachregelung erfinde. Das ist doch erbärmlich, eine solche Sicht der Dinge. Sie haben die Rollengesellschaft angesprochen. Ja, die Rollen haben sich verändert in ganz natürlichen Prozessen. Wenn ich rückblicke, natürlich hat sich da vieles verändert, vieles zum Guten, aber Sie vergessen ganz, dass ganz andere Faktoren maßgeblich sind. Als ich anfing, Familie zu gründen, war es noch Sitte, dass man jedenfalls als Ehemann denn in der Lage sein musste, die Familie zu ernähren. Das war nicht das verklemmte Bild, dass die Frau am Herd sein musste. Nein, man verdiente damals auch so viel, dass man als Alleinverdiener damit zurechtkam. Überlegen Sie mal, welche Zwänge entstanden sind durch das, mehr durch die materielle, wirtschaftliche Situation den Frauen aufgezwungene, auch von daher aufgezwungene Rollenverständnis, dass heute praktisch in einer Familie beide arbeiten müssen. Und dass insofern dann das gleichzeitige Kinder großziehen wesentlich erschwert ist, nämlich faktisch in vielen, vielen Familien, dass die Frauen unter dieser Doppelbelastung erheblich leiden. Und wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, dass irgendwer von uns, oder ich nehme jetzt mich heraus, die Vorstellung hat, dass Frauen irgendwo nicht dieselbe Bildung haben sollen. Ja, meinen Sie denn, ich wäre jemals auf die Idee gekommen, dass Töchter nicht die gleichen Möglichkeiten haben sollen? Das ist doch absurd. Vertieft mal, es ist eigentlich unverschämt, diese Unterstellung fortwährend hier vorzunehmen. Aber allgemein der Partei. So, und jetzt kommen wir mal zur Sprache. Ja, zur Sprache. Oder erst noch zu dem Rollenverständnis. Sie greifen zu Recht vielleicht natürlich ein Rollenverständnis an, dass die Frau, dass man ihr aufzwingt, am Herd zu sein mit ihren Kindern. Das ist auch völlig überholt, will keiner. Aber haben Sie mal darüber nachgedacht, wie sehr Sie dieses andere Rollenverständnis der Gesellschaft aufzwingen? Das hat mein Kollege Weber ja angesprochen. Die Frau, die tatsächlich 3, 4 Kinder erzieht und damit so ausgelastet ist wie eine berufsmäßige Erzieherin und dann zu Hause bleibt, die wird von Ihnen missachtet.
Das sagen Sie ganz klipp und klar. Diese Rolle missachten Sie. Dieser Frau sprechen Sie die Würde ab. Das unterstelle ich jetzt mal. So agieren Sie ja jedenfalls. Sie reden von einem neuen Rollenverständnis, was auch in der Gesellschaft jetzt üblich ist. Die meisten akzeptieren das auch. Es ist auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Aber wer davon abweicht, wird missachtet. Das ist das Problem. So, dann sprechen Sie davon, keine Bevormundung. Das ist vollkommen richtig. Aber wie gehen Sie denn mit der Sprache um? Woher nehmen Sie sich das Recht, eine in Jahrhunderten oder Jahrtausenden gewachsene Sprache von oben her zu verändern und der Gesellschaft und in den Schulen, in den Medien, das ist ja eine konzertierte Aktion bei allen, die das Sagen haben, zu kommandieren oder vorzugeben, wie man zu sprechen hat, dass man zum Beispiel jetzt nicht von den Bürgern des Landes spricht, dass man jetzt also diese ständige Doppelbezeichnung vornimmt oder, und das ist ja noch viel schlimmer, Herr Förster, ich muss Sie kurz unterbrechen, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Assmann. Nein, jetzt am Ende bitte, ja. Diese Neutralisierung vornehmen. Wissen Sie, was das bedeutet? Von Staats wegen, so etwas gibt es nur in Diktaturen, von Staats wegen nehmen Sie eine Neutralisierung der Sprache vor, weil Sie die gewachsene Sprache nicht verwenden wollen. Das heißt also dann, es gibt da nicht mehr Radfahrer auf dem Schild, sondern auch nicht Radfahrerinnen und Radfahrer, sondern Radfahrende. Das gibt es tatsächlich irgendwo. Es gibt da nicht mehr Zuschauer und Zuschauerinnen, sondern Zuschauende. Es gibt dann Sehende, es gibt dann Studierende, es gibt demnächst Kinderkriegende. Und die finden das auch noch gut. Sie haben, woher diese Anmaßung? Da fehlt doch jeder Respekt vor der Sprache, der Kern unserer Kultur. Wilhelm von Humboldt, glaube ich, hat mal gesagt, was immer die Deutschen auseinandergeführt hat, ihre Sprache hat sie wieder zusammengeführt. Wir haben Kleinstaaterei erlebt, wir haben die deutsche Teilung erlebt. Das, was uns im Wesentlichen ausmacht mit unserer Identifikation, ist unsere gemeinsame Geschichte, unsere gemeinsame Sprache vor allem. Und da geht irgendwer daher und nimmt sich das Recht heraus, dem Volk zu befehlen, wie man richtig zu sprechen hat. Das ist absurd, das ist unverschämt, das ist jeden Missachtung. Herr Förster, Sie sind am Ende Ihrer Redezeit. Ich war großzügig, ich habe Ihnen noch ein paar Sekunden zugestanden, aber jetzt ist Ihre Redezeit abgelaufen.